weg. Dann gewann die Mannschaft ohne ihn 3:0. Und Walter Kogler hatte bislang nichts verändert, wenn das Team erfolgreich war. Also nicht zu viel hineininterpretieren in diese Situation. Ein gesunder Konkurrenzkampf schadet nicht. Das ist die Mannschaft, die dieses 1:3 gegen Duisburg vor einer Woche kräftig entrümpelt hat. Das war am Dienstag eine starke Vorstellung. Wieder also dieses 4-4-2-System mit Brandstetter und Tunjic vorne. Möckel wieder in der Innenverteidigung neben Kleiner Heißmann. 6 Spiele gab es zwischen Kiel und Erfurt. Noch nie gewannen die Gastgeber. Die Störche im Angriff. Carsten Neitzel, der verantwortliche Trainer, hat ja die Qual der Wahl. Es ist eine gewachsene Mannschaft und er hat sie punktuell verstärkt in der Sommerpause. Und hier haben sie ihre erste Möglichkeit. Das ist Katsior. Den kann man überall hinstellen. Der ist überall brandgefährlich im Mittelfeld und auch im Sturm. Vorlage des Dänen Johansen, Katsior und erste tolle Parade von Philipp Klevi. Und er hat einiges zu korrigieren in dieser Anfangsphase. Walter Kogler, der Cheftrainer von Rot-Weiß Erfurt. Startphase geht eindeutig an die Störche. Die sind flügge geworden, die haben das Nest längst verlassen und bringen Erfurt gehörig in Schwierigkeiten. Tim Siedschlag. Einer aus dem Mittelfeld und das ist Gebers, Marcel Gebers. An sich Innenverteidiger. Nächste tolle Parade von Klevin. Aber als Innenverteidiger ist er zuständig für die Tore der Norddeutschen. Schon 4-mal hat er getroffen. Was soll das hier bloß werden? Rot-Weiß Erfurt. Das erste Mal Entlastung. Über Brandstetter. Über den Kapitän der Mannschaft. Und über Öster. Und er macht ein herrliches Tor. Sein zweiter Treffer, er war ja auch erfolgreich. Zuletzt gegen Wien Wiesbaden. Und jetzt macht er dieses Ding. Ist einfach einen Tick eher am Ball als Hermann. Hier gewinnt er dieses Duell gegen Hermann. Und dann sieht Riedmüller auch nicht besonders gut aus in dieser Situation. Schusstechnisch 1A, dieser Treffer von Aykut Öztürk. Erfurt führt 1:0. Das sah in dieser Anfangsphase, in dieser Blitzphase der Kieler überhaupt nicht danach aus. Wieder die Erfurter mit dem jungen Göbel. Der zieht nach innen. Brandstetter 2:0. Das ist sensationell. Simon Brandstetter macht den zweiten Treffer. Auch hier ist er gedanklich schneller am Ball als Göbel. Vorarbeit von Göbel. Und dann hier dieses Duell gegen Gebers. 2:0 Rot-Weiß Erfurt. Kiel hatte ja umstellen müssen in der Viererabwehrkette zum ersten Mal, weil es diese gelb-rote Karte gegen Wetter gab. Und vor allen Dingen auf der linken Seite. Und das wird Walter Kogler nicht entgangen sein. Da haben die Kieler einige Schwächen offenbart. Erfurt hat das stark ausgenutzt, zumindest bei diesem zweiten Tor. Aber Vorsicht vor diesen Standardsituationen der Norddeutschen. Da haben sie einen Spezialisten und der steht auch schon parat mit Tim Siedschlag. Wen erst später? Natürlich wieder Gebers. Dritte gute Parade von Philipp Klevi. Und dann muss er zurück eilen, der Innenverteidiger. Der spielt Sturmspitze hier in dieser Anfangsphase. Aber wir sehen es in dieser Zeitlupenauflösung, in diesem Standbild. Knapp abseits war auch so erkannt worden von Harm Osmers, dem Unparteiischen, und vor allen Dingen von seinem Assistenten. Schöne Fluganlage von Philipp Klevi. Dann liegt Tim Danneberg und es gibt eine gelbe Karte für den Kapitän, für Engelhardt. So ist dies zustande gekommen und es ist eine gelbe Karte mit Folgen. Es ist bereits die 5. für den Bundesliga-erfahrenen Mann. Also er wird im nächsten Spiel den Rot-Weißen nicht zur Verfügung stehen. Kaum Entlastung in dieser Phase für Rot-Weiß Erfurt. Ganz klar tonangebend Holstein Kiel. Wieder mit einer Möglichkeit.
Wieder ist es Klevin. Heider hatte sich da durchgetankt und wieder Danneberg, der mal in Bielefeld begann, auch in der Bundesliga aktiv war. Nächste Situation, kein Foulspiel von Luka Odak, richtig entschieden von Schiedsrichter Osmes. Aber Situation ist noch nicht bereinigt. Wieder Gebers und wieder Philipp Klevin. Mit einem Doppelpass spielen sie sich durch die rot-weiße Deckung, die Spieler von Holstein Kiel. Ganz großartig, Philipp Klevin in dieser Phase. Ein Top-Rückhalt seiner Mannschaft. Entlastung der Erfurter jetzt kaum mehr möglich. Holstein Kiel, seit etwa einem Jahr haben sie zu Hause nicht verloren. Und hier beweisen sie, welchen Druck sie entfachen können und welche Schwierigkeiten haben die Gegner in diesen Situationen. Und das muss es ja fast sein. Das hätte dieses 1:2 sein müssen. Aber das die Schwäche bei Holstein Kiel. Sie machen das Tor nicht. Heider auf Siegschlag. Das sind bange Minuten für Rot-Weiß Erfurt. Gut durchkombiniert, gut durchgesteckt. Und dann freie Schussbahn. Aber sie treffen das Tor nicht. Jetzt endlich mal ein Eckball für die Erfurter. Das war Tunjic. Tunjic, der es schwer hat, da vorne sich durchzusetzen. Das hat er aber sehr gut, sehr geschickt gemacht. Den letzten Akzent vor der Pause setzen die Rot-Weißen. Sie führen mit 2:0. Aber wenn das so weitergeht, wird es ganz, ganz hart. Und die Fans der Kieler, sie hoffen natürlich, dass es keine Niederlage gibt. Und wieder entfachen sie Druck von der ersten Sekunde an. Das war Heider, Marc Heider. Die A-Jugend und B-Jugend spielt in der Bundesliga. Der Kieler, also es ist da etwas gewachsen in Norddeutschland. Tunjic. Tunjic ist schnell, hat sich auch gut lösen können hier im Duell, im Laufduell gegen Gebers. Aber es bleibt erst einmal bei diesem 2:0. Dann ein Freistoß, diesmal getreten von Kazior und wieder Klevin. Und den sahen die Kieler drin, natürlich. Aber Klevin, und das wird diese Zeitlupe beweisen, bei dieser Chance von Wahl eindeutig, hier eindeutig, pritscht er den Ball vor der Linie weg. Aber wie lange wird das gut gehen? Die Thüringer schwimmen, sie kämpfen, ganz klar. Und jetzt Möckel. Und Möckel mit der Notbremse. Was anderes blieb ihm da auch nicht übrig. Gegen den Dänen Johansen. 64. Minute, die Folge, die rote Karte. Notbremse, Jens Möckel. Das ist sicherlich richtig beurteilt von Harm Osmers hier nach diesem Foulspiel an Kasper Johansen. Gibt es den Preußen-Münster-Effekt? Da führte Erfurt auch mit 2 Toren und am Ende gab es ein 3:3 Unentschieden. Jetzt wieder diese gefährliche Freistoßsituation für die Norddeutschen. Stehen sie gut aufgereiht in der Deckung, die Erfurter, und dann bleibt der Ball irgendwie hängen und Tschichos klärt dort mit aller Macht und gnadenlos, so wie sich das auch gehört. So wie man diese Partie jetzt auch spielen muss. Schon wieder eine Möglichkeit. Und schon wieder ist es Gebers. Aber auch hier sehen wir, es war Abseitsposition. Und am Bildrand haben wir entdecken können, die Fahne des Assistenten war oben. Raus, raus, immer wieder die Rufe von Walter Kogler und den anderen auf der Erfurter Bank. Ganz, ganz schwere, schlimme Phase für die Rot-Weißen. Kaum mehr Entlastungsangriffe. Wiegel ist gekommen für Göbel, Pfingsten-Rettich spielt für Brandstätter und immer wieder Klevin im Mittelpunkt. Ihm haben sie es zu verdanken, dass die Null weiterhin steht. Patrick Göbel
für Andreas Wiedel gewichen. Brandstätter mit Adduktorenproblemen für Nils Pfingsten-Reddich und Möwald dann für Baumgarten. Natürlich musste Kogler da reagieren und umstellen. Erfurt also jetzt nur noch mit einer Spitze. Alles andere ist nur noch Verteidigungsspiel. Holstein Kiel sehr ballsicher. Beiden und geht dann noch mal zum linken Pfosten. Johansen. Und der Anschluss. Der Anschluss in der 83. Minute durch Haider, der sich da gegen Engelhardt durchgesetzt hat. Preußen-Münster lässt grüßen oder doch nicht. Wittern Sie Morgenluft, die Fans von Holstein Kiel. Ein Jahr lang zu Hause ungeschlagen und jetzt dieses 1:2 und 7 Minuten sind noch zu absolvieren. Hier Engelhardt kann da auch nicht so ungestüm herangehen, ansonsten hätte es Elfmeter gegeben. Aber das sind nun die Realitäten. 1:2 und Holstein Kiel drängt. Da haben Sie ein Handspiel gesehen, die Trainer und Verantwortlichen von Rot-Weiß Erfurt. Aber es gibt dann diese Situation noch. Klevin, das kommt ja schon einem Opferritual gleich, wie er da rausgeht aus seinem Kasten. Aber was macht man nicht alles, um dieses so wertvolle 2:1 zu verteidigen? Riskiert da alles, was er hat. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Rot-Weiß Erfurt gewinnt dieses Spiel beim starken Aufsteiger Holstein Kiel mit 2:1. Erst einmal Luft holen, durchatmen, war ein hartes Stück Arbeit. Die Stimmen zum Spiel. Ich glaube, dass wir mit Sicherheit heute ein ganzes Portionchen Glück hatten. Kiel hat sehr, sehr gut gespielt, hat sehr, sehr viele Tormöglichkeiten gehabt. Wir waren einfach effektiv heute, muss man sagen. Und haben alles reingehauen, um unseren Kasten so gut wie möglich sauber zu halten. Aber war viel Glück dabei.